Nun fordert auch der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager, eine Arbeitspflicht für Asylbewerber. Wer hat's erfunden? Natürlich die AfD. Aber alle kommen sie jetzt angeschlichen mit den gleichen Forderungen, als wären es ihre. Wir haben bereits im Oktober 2022 in einem Antrag eine Bürgerarbeit für alle Bürgergeldempfänger gefordert, als Teil der aktivierenden Grundsicherung. Dass wir eben sagen, es kann nicht nur Sozialleistungen geben, sondern es muss auch eine Aktivierung für den Arbeitsmarkt stattfinden. Und anders als die Landräte des Landkreistages diskriminiert die AfD hierbei nicht zwischen Einheimischen und Ausländern. Was dort passiert, könnte man ja jetzt im linken Kontext als ausländerfeindlich bezeichnen. Das ist die CDU, das ist der Landkreistag. Aber Spaß und Diffamierungskampagnen beiseite. Natürlich ist es sinnvoll, Menschen, die in unserem Sozialsystem sind, in den Arbeitsmarkt zu integrieren und von ihnen auch abzufordern, dass sie etwas für die Gemeinschaft tun. Das gilt insbesondere natürlich für Asylbewerber, insbesondere solche, die noch nicht anerkannt sind und die teilweise gekommen sind, ohne einen wirklichen Asylgrund aufzuweisen, sollen sie doch etwas tun dafür, dass sie versorgt werden, obwohl sie meistens keinen Asylgrund haben. Das bedeutet nicht, dass man jedem das Recht auf Arbeit einräumen sollte, aufenthaltsrechtlich, aber eine Bürgerarbeit, die kann man jedem abverlangen, der sich hier in unserem Sozialsystem befindet. Schade nur, dass die Union immer nur kopiert und die AfD nie zu einer Zustimmung gelangt.